Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Playtime. Ja, was habe ich so gespielt in dem Zeitraum zwischen dem letzten Playtime und jetzt eben diesem? Ja, da hat sich einiges getan. Wie ihr gesehen habt, Dawn of the Sets hat mich jetzt auch 2 Wochen lang beschäftigt. Habe ich jeden Tag gespielt. Das heißt, ab und zu hat man natürlich Spiele auch zum Rezensieren. Ja, da wo es dann natürlich viel länger dauert. Und vor allem war Dawn of the Sets wirklich der Hammer. Echt ein Suchtspiel. Ja, trotzdem ist einiges zusammengekommen und ich würde sagen, wir beginnen dann mit Spielen, die ich selber nicht besitze. So viele waren das jetzt nicht, Gott sei Dank. Und im Anschluss daran zeige ich euch noch, was ich an kreativer Bastelarbeit noch nebenbei gemacht habe. Also kleine Sachen habe ich begonnen, mir selber Ressourcen zu machen. Wie das dann aussieht, schauen wir uns dann am Ende des Videos an. Und dann würde ich sagen, beginnen wir das Spiel. Ich habe mir das natürlich notiert, von daher muss ich da auch auf meinen Spickzettel schauen. Ja, Welcome to das erste Spiel, das ich nicht besitze. Ein Würfelspiel, Roll and Write, in dem ihr versucht, eine Stadt aufzubauen. Ja, das ist jetzt schon länger her, dass ich es gespielt habe. Ich muss da jetzt wieder ein bisschen die Gedanken hervorholen. Ja, hat mir sehr gut gefallen damals und ich muss sagen, bei diesen Roll-and-Ride-Spielen, ja, da jetzt wirklich viele aus dem Boden gesprossen sind, muss ich sagen, ist Welcome to wirklich sehr, sehr gut gelungen. Was ich mich noch daran erinnern kann, ist, dass man ja keine Zahl, glaube ich, zweimal in einer Spalte haben darf und irgendwie der Zwischenraum da genutzt wird, um eben eine Stadt aufzubauen, ja, einen Vorgarten und so weiter. Ist jetzt ziemlich 4 Wochen her, hat mir aber wirklich gut gefallen. Ich kann es empfehlen. Wer Roll-and-Ride-Spiele mag, kann da gerne zulangen. Ja, ist ein Spiel, das würde ich vielleicht auch in meine Sammlung aufnehmen, wenn man Bock hat darauf. Ist hier wieder etwas Gutes gelungen, mit den Würfeln kniffelmäßig etwas auf Blöcke zu schreiben. Ja, also da gab es ja ganz schön clever und so, das hat mich auch total angefixt. Ja, und Welcome to ist eine willkommene Abwechslung und ich fand das Spiel wirklich sehr gut. So, dann haben wir noch, dann kommt, glaube ich, eigentlich ja nur noch, genau, Vindication. Boah, Vindication. Das war das Spiel von Manfred, der Kickstarter. Und ich muss sagen, das Spiel ist richtig gut. Ja, das ist so ein Spiel, wo ihr schauen könnt, wenn ihr das Thema mögt, ja, und tolle Eurogames mögt, dann würde ich in der Messe mal schauen, ob ich das da in die Finger bekommen kann. Ja, vom Thema her auch mal ganz was anderes und ich finde das recht angenehm, dass auch so etwas mal auf den Tisch gebracht wird und ich finde es durchweg sogar thematisch mit den ein oder anderen Mechaniken verbunden. Ja, und was ist der Sinn des Spiels, beziehungsweise das Thema des Spiels? Ja, ihr wart sozusagen ein schlechter Mensch in eurem Leben, ja, oder grausam, keine Ahnung, und versucht nach Vergebung, ja. Und das werdet ihr sozusagen, die Geschichte, glaube ich, sagt euch, ihr werdet von einem Schiff, von der Mannschaft über Bord geworfen und wacht auf einer Insel wieder auf, wurdet gerettet von jemand und dieser jemand unterstützt euch auch dabei, euer Erleuchtung zu finden. Ja. Hört sich jetzt mal wirklich schräg an, aber verbirgt sich wirklich eine tolle Mechanik dahinter. Ihr könnt die Insel erforschen sozusagen, könnt mit den verschiedenen Blättchen, mit diesen Hexblättchen, die da auftauchen, interagieren und sie für euch nutzen und könnt mit den Ressourcen, die ihr in verschiedene, ja, wie heißt es nochmal, Attribute stecken könnt, ja, könnt ihr dann auch zusammenmischen. Ja, das ist dann wirklich, also das kann man jetzt schwer erklären. Ich besitze ja das Spiel nicht, habe es nur einmal gespielt bis jetzt. Aber ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr angenehm anderes Eurogame mit einem neuen, frischen Thema, das, wie ich finde, auch auf das Brett toll umgesetzt wurde. Und vor allem die Materialqualität in diesem Spiel ist einfach der Wahnsinn. Ja, ich weiß nicht, wie es dann im Retail sein wird, aber diese Kickstarter-Ausgabe davon, die war echt der Hammer. Und ja, also ich finde Vindication richtig gut. Wenn man es mit mehreren Leuten spielt, ist die Interaktion sogar noch besser. Ja, da gibt es dann Fähigkeiten, da kann man den anderen von dem aktuellen Platz vertreiben und so weiter. Da kann man sich ein bisschen stören.
stören. Und wie sich das dann zu zweit auswirkt, das müsste man dann noch testen, ob es dann zwei Spieler auch cool ist. Aber das Spiel generell ist schon toll. Ja, also ich kann es wärmstens empfehlen. Ich würde es selber gerne besitzen, muss aber auf der Messe auch mit dem Geld haushalten, weil das ist sicher nicht so billig, das Spiel. Und Gott sei Dank hat es jemand, bei dem man es ab und zu spielen kann. Danke nochmal an den Manfred dafür. Also Vindication von mir, wirklich einen Daumen nach oben. Ersteindruck von mir, an Punktewertung wäre für mich eine 8 von 10. Ganz klar. Ja, und Vindication haben wir durch. Dann kommt noch, oh Gott, es sind so tolle Spiele, Leute. Abomination. Habe ich letzte Woche gespielt. Was für ein tolles, geiles Eurogame. Also, ich muss ehrlich sagen, Hut ab, dass man es wieder geschafft hat, ein Thema, das nicht so oft vorkommt, auch thematisch so toll in diese Mechanik zu verbinden. Ja, was macht man hier? Ja, ihr spielt sozusagen Frankenstein. Ihr habt einen Helfer, versucht anhand von Körperteilen eine Leiche zusammenzubauen und sie zu Leben zu erwecken. Beziehungsweise ihr werdet in diesem Spiel einzelne Körperteile zum Leben erwecken können. Ja, und was macht man? Man hat hier einen Worker Placement Mechanismus und versucht eben auf dem Spielplan Leichenteile zu sammeln. Ja, total skurril irgendwie. Und das Thema wird wahrscheinlich nicht für jeden was sein, aber ich finde das total frisch, ja, und so optisch so genial umgesetzt und auch thematisch toll verbunden. Ja, es gibt da vier verschiedene Ressourcen. Ihr könnt Organe sammeln, Blut, Knochen und Muskelfasern. Ja, das hört sich natürlich jetzt echt krank an, wenn ich das so sage. Und ihr könnt eure Arbeit in verschiedene Locations setzen. Jetzt nimmt man zum Beispiel mal den Friedhof. Und da gibt es vier Abstufungen von Leichen. Ja, eins ist ganz frisch, vier ist total verwest oder nur mehr Skelett. Und wenn man im Friedhof buddelt, ja, dann bekommt man natürlich nicht so tolles Material und hat meistens Stufe 3 oder Stufe 4 Leichen, die man ausbuddelt und bekommt meistens nur Muskelfasern oder Knochen. Ja, geht man ins Krankenhaus, dann wird das Ganze schon ein bisschen besser. Ja, da bekommt ihr dann, wenn ihr Glück habt, auch Stufe 1 Leichen. Ihr fleddert dann sozusagen oder ihr stiehlt dann sozusagen die Leichen aus dem Krankenhaus, ja, habt dann auch ein wenig Blut dazu und so weiter. Und das Ganze natürlich ein bisschen frischer, kann man sich ja jetzt vorstellen. Und dann kann es passieren, das Ganze wird auch storytechnisch verwoben. Ja, es gibt ein Kartendeck mit Stories darin. Das heißt, in jeder Partie gibt es zufällige Karten, die auch ein bisschen Geschichte erzählen mit eurem Helfer, den ihr da habt. Ja, der so, ja, Meister, ja, so ein kleiner Typ, der euch auch die Leichenteile beschafft und so. Da habt ihr dann eine kleine Story drin, da passiert dann ein Ereignis auch in der Stadt und da kann es passieren, dass auch Leute geköpft werden. Ja? Und wenn die Leute geköpft werden, ist die Leiche natürlich super frisch, ja, wenn ihr euch die holt und sehr begehrt und wenn man dann der Startspieler ist und darauf spekuliert hat, kann man sich die dann auch mit einem Worker holen. Oder ihr geht an die Docks, ja, zwielichtige Gestalten anheuern, die auch dann für euch Jobs erledigen, aber ihr habt dann drei verschiedene Leisten und da ist auch die Menschlichkeit dabei. Und je nachdem, wie grausam eure Tat ist, sinkt auch die Menschlichkeit, was nicht so toll für die Punktewertung am Ende ist. Ja, ihr seht ja auch diese drei Ressourcenräder. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, es gibt Menschlichkeit, dann gibt es Wissen und noch einen dritten Part. Ja, und diese drei Ressourcenräder, um die müsst ihr euch natürlich auch kümmern mit diesen Aktionen, die ihr machen wollt. Ganz besonders in diesem Spiel auch die Leichenteile werden ja immer älter, beziehungsweise das Blut. Ja, und da habt ihr dann vier Spalten von 1 nach links, also von 1 bis 4. Von links nach rechts werden die dann nach immer älter und zurückgeschoben. Und je nachdem, welche Leiche ihr baut, ihr müsst dann natürlich die Komponenten aus den verschiedenen Spalten nehmen. Und ist jetzt eine schlechte Komponente dabei? Ja, habe ich zum Beispiel drei Einser-Komponenten und muss eine aus der Spalte 3 nehmen, das natürlich schon ein bisschen mehr verwest ist. Ja, dann ist dieses Körperteil nicht mehr so viel wert. Und weil es nicht mehr so frisch ist und gibt mir dann weniger Punkte. Ja, mit den Würfeln kommt auch hinzu, dass ihr dann eure Leichenteile wiederbeleben könnt. Das ist ja schon fast eine Rezension, obwohl ich es einfach einmal gespielt habe oder die Spielerklärung. Aber das habe ich mir so gut gemerkt, ja. Und dann würfelt ihr einfach mal und
Müsste ich natürlich vorher auch die Schalter dafür holen, um den Strom fließen zu lassen. Und schaut, ob ihr dann mit Glück die Körperteile beleben könnt. Ja, das ist dann das einzige Glückselement in diesem Spiel, neben den Karten ziehen. Ja, und das alles zusammen, oh, ergibt ein Spiel, das einfach geil ist. Ja, das ist ein ultrathematisches, cooles Thema habendes Eurogame. Ja, mehr kann ich nicht sagen. Total begeisternd und vor allem die Optik ist mal richtig grauslig schön. Ja, also die Leichen sehen ja richtig toll gezeichnet aus. Die Stadt von damals, ja, so auch sehr schön gemacht, dieses Flair hier. Und wie gesagt, auch thematisch so schön verbunden, wie ich euch das gerade erklärt habe. Ihr könnt ja sogar selber in die Straßen gehen, könnt jemand umbringen, ja, dann sucht euch die Polizei, bekommt eine Gesuchtmarke und die Menschlichkeit sinkt natürlich derbe, also ultra thematisch, wirklich geil. Und da wollte ich jetzt noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas wichtig sollte ich euch noch sagen zu diesem Spiel, weil es einfach so toll ist, aber ich habe es jetzt echt vergessen. Egal. Wie gesagt, das Spiel würde von mir eine 9 bekommen. Ganz klare 9 von 10. Ja, sehr hoch bewertet, weil es wirklich ein geniales Eurogame ist. Einziger Wermutstropfen vielleicht. Manche finden es natürlich schön, weil das ist wieder ein richtig langes Eurogame. Ja, ein Freund von mir hat auch gesagt, toll, wieder ein richtig langes Eurogame. Da spielt er 12 Runden, die dauern da wirklich lange. Und das ist kein Spiel, das man einfach abfrühstückt. Ja, ich habe gehört, zu zweit kann man es in 1,5 Stunden so spielen. Das ist dann okay. Und jetzt ist mir eingefallen, was ich noch sagen wollte. Und zwar besonders auch, ihr könnt euch ja wegbumpen. Das heißt, wenn sich jemand auf einem Feld befindet, könnt ihr euch auch auf dieses Feld stellen, zahlt ihm Gold, ja, und könnt die Aktion nochmal aktivieren. Und ihr könnt euch sogar auf euer eigenes Feld stellen und euch selber wegbumpen. Das Problem ist, bei mehr Spielern kann man das nur dreimal auf diesem Feld machen. Zu zweit kann man es nur einmal machen, dass man jemand aus einem besetzten Feld wegkickt. Ja, auch sehr dynamisch. Das heißt, jemand hat sich auf ein Feld gesetzt, das ich brauche. Und das behindert einen dann nicht wirklich, ja, aber wenn man dann wieder daran ist und die anderen Spieler benutzen die ganzen Bump-Fähigkeiten und man kann es passieren, dass man sogar das nicht mehr machen darf, weil man nicht mehr bumpen kann, ja. Also auch toll gemacht. Jetzt habe ich wirklich genug geredet über dieses Spiel, zu lange eigentlich, aber total begeistert. Abomination, tolles Spiel. So, da hätten wir es eigentlich durch von den Spielen, die ich nicht besitze. Boah, das war echt lang, Leute. Und dann kommen wir zu Human Punishment. Ja, dazu sage ich jetzt nicht mehr viel. Ein Social Deduction Spiel, mein Lieblings-Social Deduction Spiel. Immer wieder geil, wenn man hier eine Partie spielen kann. Zu viert auch extrem gut. Ja, welches Spiel in diesem Genre funktioniert zu viert auch herrlich. Also ich kenne da nicht viele, aber Human Punishment rockt da auch voll ab. Jede Partie erzählt eine eigene Geschichte. Ja. Immer toll, Menschen gegen Maschinen und gegen Gesetzlose zu spielen. Seht euch da meine Rezensionen, Spielerklärungen an. Also Human Punishment, wirklich ein absoluter Top-Titel. Ich freue mich jetzt, in Essen die beiden wieder mal zu treffen und auch den neuen Prototypen kennenzulernen, auf den ich wirklich sehr gespannt bin. Ja, das war Human Punishment. So, jetzt hole ich mir kurz was zum Trinken für meine Kehle und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wenn man so viel redet, muss man natürlich auch ein bisschen schmieren. Als nächstes kommt dann, ja, jetzt gehe ich nicht nach chronologischer Reihenfolge, ich habe mir da die Spiele alle vorbereitet. Aber ich möchte mit meiner einzigen Enttäuschung beginnen in diesen 4, 5 Wochen, und zwar Roundhouse. Das war ein Geschenk, ja, von P3 Comics, danke dafür. Zur Jahresfeier. Und ja, was macht man in diesem Spiel? Ich zeige euch mal die Rückseite. Ihr versucht ja ein klassisches Thema. Also ich muss das noch echt noch mal lesen. Ich habe es nur einmal gespielt bis jetzt. Ja, genau, in der chinesischen Kultur. Und in diesem Haus treffen sich dann viele Familien, interagieren miteinander. Handeln miteinander und so weiter. Wie funktioniert es mechanisch? Ihr habt hier eine
eben dieses große Haus. Dieses Haus besteht aus drei Ebenen und es ist ein Worker-Movement-Spiel, ja, und da, wo er dann stehen bleibt, kennt er ja, aktiviert er dann die jeweilige Aktion. Und besonders hierbei, ihr habt drei Levels, 1, 2, 3, hier 1, 2, 3 und könnt dann euch auch zwischen die Levels in den Ringen bewegen. Ja, mehr macht das. Das ist sozusagen die Hauptaktion des Spiels. Ja, und diese Aktionen hier, die dienen hauptsächlich dazu, Ressourcen zu bekommen, Ressourcen umzuwandeln, und diese Ressourcen benutzt ihr dann, um diverse Auftragskarten zu erfüllen, die euch am Spielende Siegpunkte geben und hier an diversen Tabellen voranzuschreiten. Ja, hört sich ja recht gut an, funktioniert auch recht gut. Ja, es ist mechanisch gesehen, hat es jetzt wirklich keinen besonderen Kritikpunkt. Das Problem ist nur, irgendwann wird das Spiel ein bisschen langweiliger. Das heißt, man denkt sich, es dauert auch lange und ich denke fast zu lange. Wir haben es ja auch mit Vollbesetzung gespielt. Aber man spielt so 45 Minuten, die ersten 45 Minuten und denkt sich, ja, ist schon cool, weil das Bewegen und so und sich gegenseitig die Felder wegnehmen, das kennt man ja, das ist richtig toll. Aber es ist so repetitiv, ja. Das heißt, man kommt sich dann vor, wenn man jetzt schon 1,5 Stunden spielt, dass man immer das Gleiche macht, ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, ja, wenn ihr dann Rogers of the Ganges kennt, ist ja ein komplett anderes Spiel, aber das ist ja auch total simpel, geht aber ein bisschen schneller und hat irgendeinen Reiz mit diesen Plättchen auslegen und euer Reich zusammenbauen. Ja, das ist natürlich immer unterschiedlich, immer ein bisschen anders. Roundhouse fühlt sich da immer gleich an. Ja, was heißt immer? Ich habe es nur einmal gespielt, ja, aber alle Spieler haben auch gesagt, ja, man möchte es nicht unbedingt nochmal spielen, weil es wirklich in dieser Zeit Spiele gibt, wo einem vom Kopf her und vom Spaß her viel mehr gibt. Ja, und irgendwie ist halt das mit der Zeit. Verläuft sich das Ganze dann, man macht seine Aktionen, die Auftragskarten, ja, die sind auch nicht wirklich spektakulär, die man hier bekommt. Also irgendwie, ja, funktioniert, ist ein gutes Spiel eigentlich, aber so eine Typ Spiel, ja, das spielt man einfach und denkt sich, ja, okay, war ganz nett, aber muss nicht nochmal sein. Roundhouse, ja, das habe ich zum Abgeben. Oder wird auch in einem Preisepool landen. Viel schönes Material auch in der Box vorhanden. Wie gesagt, ja, kann andere Spiele nicht verdrängen, die ich schon besitze. Niemals. So, dann möchte ich gleich nochmal, ich werde es nur kurz anschneiden, Dawn of the Sets. Habt ihr ja gesehen, hat mich die ganze Woche beschäftigt. Das ist wirklich ein Bombenspiel. Seht euch meine Videos dazu an, mein Fazit dazu, da ist dann alles erklärt. Ich möchte nur noch einmal betonen, ich habe selten schon ein Spiel gekauft. Es ist zwar ein bisschen teuer, aber diese Box bietet euch so viel Wiederspielwert, so viel Content darin. Ja, das heißt, ihr habt nicht nur vier Helden darin, ja, ihr habt viel mehr Helden darin. In dieser Grundbox schon, die meisten haben da nur ein paar. Dann habt ihr noch die heldenhaften Zivilisten, die man ja auch schon fast als Helden rechnen kann. Das heißt, die Kombination an Teamzusammenstellung ist in der Grundbox schon sowas von enorm, wie bei keinem anderen Spiel, finde ich. Und auch die Qualität des Spiels ist sehr gut und die deutsche Lokalisation ist ein Traum. Gefällt mir richtig gut, wie das Ganze gemacht wurde, dass man hier dieses komplexe Regelwerk schön rüberbringen kann und am Ende, wenn man dann alles beherrscht, denkt man sich, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ja, man hat viele Stellschrauben, die man vergessen kann, aber vom Verständnis her ist das Spiel dann, wenn man im Director's Cut spielt, wirklich leicht, ja, aber ein tolles, tolles Survival-Knobelspiel. Ich kann es jedem empfehlen, wenn ihr auf der Messe seid, dann müsst ihr gleich zu dem Frosted Games Stand, denn ich denke, ich weiß nicht, wie viele sie da haben werden, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel ziemlich schnell vergriffen sein wird. Also wenn ihr das haben wollt auf der Messe, holt es euch sofort gleich am ersten Tag. Und ich würde auch die Erweiterungen dazu nehmen.
Ja, auch wenn ihr hier schon so extrem viel Wiederspielwert und Content habt, aber eine Erweiterung gibt euch noch mehr Ereigniskarten. Bei der anderen kommen Charaktere hinzu, ja, wie der Trucker zum Beispiel, das Pferd. Ja, jetzt habt ihr dann noch mehr Möglichkeiten. Ja, das sind eher so passivere Charaktere, die aktiv nicht kämpfen wollen, aber viel Unterstützung bieten. Ja, also jedes Spiel ist wirklich anders bei dem Game mit der Konstellation, die man versucht. Ja, mit anderen Erweiterungen kommt noch ein Zug hinzu, der sich dann zwischen den Haltestellen bewegen kann und euch auch Ressourcen gibt. Den habe ich noch nicht getestet, nur aufgeklebt. Also, Dawn of the Sets, Wahnsinnsspiel, einfach cool. So, dann kam natürlich auch Dice Master wieder mal auf den Tisch. Ja, habe ich jetzt zu Hause zweimal gespielt, auch die Warhammer-Ausgabe, und ich halte immer die natürlich in die Kamera, weil ich finde, das ist die geilste. Neben Battle of Theron finde ich, ist das hier wirklich die beste Ausgabe von Dice Masters. Und ich muss sagen, da kann mir Dice Throne gestohlen bleiben. Ich bleibe bei meinem Dice Masters, finde das viel cooler. Die Würfelmechanik auch cool umgesetzt, ja, dass man die erstmal ins Feld bringen muss, und wenn sie sterben im Kampf, kann es sein, dass sie nächste Runde wiederkommen oder euch mit Energie unterstützen. Tolles Spielsystem. Wir haben dann einen Draft gespielt mit Batman Boostern. Ja, das heißt, in P3 Comics waren noch ein paar Displays über mit dem Batman-Thema. Und da muss ich sagen, ja, die Karten sind recht cool, die Würfel auch, aber die Mechanik darin bezieht sich zu sehr auf dieses Set thematisch gesehen. Ja, es sind viele Karten drin, die sagen zum Beispiel, ja, wenn dieser Villain mit diesem Symbol ins Spiel ist, bekommst du das, oder drehe diesen Villain. Neu ist auch, man kann Karten flippen. Das heißt, in diesem Batman-Szenario sind auch Flip-Karten dabei, die habe ich noch nicht gesehen. Die kann man dann umdrehen, wenn man an der Reihe ist. Und ich finde, das Set ist schon auf sich selbst bezogen, sehr viel sogar, aber es sind natürlich auch viele Karten drinnen, die euch in anderen Decks auch etwas helfen können, weil das ganze Universum ist ja vollständig miteinander kombinierbar. Ja, Dice Masters, ein tolles Spiel, kann ich jedem empfehlen. So, gleich einen Schluck. Dann kommen wir zu Res Arcana, auch ein Highlight in diesem Monat. Ich habe viele Highlights. Ja, habe ich auch schon rezensiert, Fazit dazu gemacht, wenn ihr das genauer wissen wollt. Hier seht ihr nochmal die Rückseite. Tolles Artwork, toller Autor, ja, Tom Lehman, der Res for the Galaxy auch kreiert hat. Schafft es hier wieder, mit wenig Karten einen tollen Engine Builder zu machen. Ja, man kann im Spiel vielleicht kritisieren, dass es am Ende hin immer gleich ist, aber ich mag genau solche Spiele, die man sich selber den Motor aufbaut, ja, und der dann am Ende funktioniert. Daher auch Wingspan, ja, ist für viele natürlich zu simpel am Spielende, aber ich mag es, wenn ich mir vorher meine Engine selber baue und dann läuft das Ganze. Ja, das finde ich echt toll gemacht. Genauso ist das, ja, ist das hier eben auch, mit dem Zusatz, dass ihr vorher, also es hat natürlich den Twist, dass ihr vorher euer Deck seht, und ihr kombinieren müsst, oder beziehungsweise soll man das sagen, ihr müsst einfach die beste Spielweise herausfinden, wie ich mit diesem Deck spielen kann, mit dem Magier, den ich dazu wählen kann. Ja. Und das ist richtig cool. Ja. Man versucht am Anfang, dass man mit dem Deck zurechtkommt. Ja, dann hat man verloren, denkt man sich manchmal vielleicht sogar, ich will das Deck jetzt nochmal probieren, vielleicht mit einem anderen Magier oder auch gleich. Ja, ich möchte schauen, ob das doch anders auch funktioniert. Und ja, es ist wirklich schön, was ihr hier macht. Ganz klassische Engine Builder. Ihr bekommt Ressourcen. Die Ressourcen setzt ihr ein, aktiviert Karten, wandelt Ressourcen um, bekommt sie wieder. Könnt Ressourcen speichern, die ihr nicht verlieren könnt. Habt auch einen interaktiven Part dabei, der jetzt zwar ganz banal ist. Ja, ihr lässt Gegner einfach Ressourcen verlieren, aber wenn man da nicht aufpasst, dann tut das auch richtig weh. Ja, also Res Arcana kann ich jeden Engine Builder Fan wärmstens empfehlen. Das ist ein Spiel, das kann man auch, denke ich mal, 100 Mal spielen. Es macht immer noch Spaß. Hoher Wiederspielwert. Und da freue ich mich schon. Da werden sicher Erweiterungen kommen, weil das Spiel lässt auch an Symbolik, die man hier sieht mit den Tieren und so, noch viel, viel mehr zu, was dann noch kommen wird.
So, dann kommen wir zu Dojo-kun. Möchte ich auch kurz halten. Ja, Dojo-kun auch rezensiert. Dieses Spiel ist im Ablauf total banal. Ja, es ist Worker Placement in absoluter Reinkultur. Ein bisschen überbordend produziert. Das heißt, die Materialqualität ist sehr gut, aber es müsste nicht so groß auf dem Tisch sein. Das heißt, ihr braucht schon einiges an Platz für das, was das Spiel eigentlich macht. Ja. Aber das Besondere in diesem Spiel ist eigentlich nur der Kampfmodus. Und ich finde es genial, wie man es geschafft hat, eine Euro-Mechanik mit einem Kampf zu verbinden, ja, mit einem Turniersystem, wo dann eben die Protagonisten, die man mit Euro-Style-Mechanik aufbaut, dann gegeneinander kämpfen anhand von Würfeln und dann eine Tabelle vergleichen. Tolles Spiel, ja. Einzig, was mich nervt, ist, die Marker sind teilweise ein bisschen klein und das Inlay ist totaler Schrott. Alles fliegt hier durcheinander. Ich muss mir dann noch eine Sortierbox kaufen, um das Ganze ordentlich zu verstauen. Aber ansonsten, das Spiel ist echt sehr, sehr lustig. Wie gesagt, Basic Eurogame Mechanics, aber schön, sich ein Dojo aufzubauen und dann der Turniermodus. Astreiner Spaß, hier gegeneinander zu kämpfen. Auch wenn ich als Kritikpunkt anmerken muss, dass es schlimm ist, wenn man schon einen wirklich starken Krieger hat, ja, dann gewinnt der natürlich schon ziemlich oft. Aber ich kann so also sagen, es macht einfach Spaß. Toll. Ja, wird vorerst natürlich noch in meiner Sammlung bleiben. Das wäre vielleicht so ein Spiel, ja, in ein, zwei Jahren oder so, wenn man sich denkt, ah, man braucht Platz. Vielleicht gebe ich es ab, ja, aber hätte ich noch keine Ambitionen, das jetzt abzugeben, weil es echt toll. So, und jetzt kommt ein Mega-Highlight. Wieder mal. Und dieses Spiel ist ein Würfeleinsatzspiel. Es ist älter. Sehr interaktiv. Ihr könnt euch Würfel wegkaufen. Vielleicht wisst ihr ja jetzt schon, welches Spiel das kommt. Ich habe es schon länger in der Sammlung, habe mir das damals auf einem Flohmarkt gekauft. Gott sei Dank zu einem sehr guten Preis. Und dieses Spiel ist gleich in meine Top 5 in der Euro-Liste eingestiegen. Nur einmal gespielt, ja, da brauche ich das Spiel nicht mehr öfter spielen. Wird natürlich noch kommen, aber ich weiß jetzt schon, dass es der Hammer ist. Ich spanne euch nicht mehr auf die Folter. Trois. Ja, Tra, was macht das so besonders? Erstmal die Optik, ja. Also, wem das nicht gefällt, na, dem ist nicht mehr zu helfen, sicher. Ich meine, Artwork ist Geschmackssache, aber es sieht einfach so geil aus. Vor allem auch die Karten, so schön gezeichnet. Und was macht man in dem Spiel? Ja, ihr seid auch wieder, ihr stellt auch sozusagen eine Gilde in der Stadt dar und versucht den Einfluss in der Stadt zu erhöhen und versucht auch die Stadt zu verteidigen und für alles bekommt man natürlich Punkte. So, erstmal richtig simpel. Aber jede Runde tauchen dann neue Aktionskarten auf, bessere Aktionskarten, mit denen ihr dann interagieren könnt, die auch richtig viele Ressourcen kosten teilweise. Und das Schöne ist ja, viele Karten haben den Effekt, dass ihr unbegrenzt ausgeben könnt und dafür aber was bekommt. Ja, zum Beispiel, ja, pro drei gelbe Würfelpunkte bekommt ihr 2 Gold. Ja, dann könnt ihr auch 12 Gold ausgeben oder 15 Gold ausgeben, ja, und das dann eben dividieren und bekommt dann dementsprechend auch den Betrag. Sehr toll gemacht. Und dann dieser interaktive Part und wie das Ganze eben, das Spiel bietet alles, ja, ein bisschen kooperativ beziehungsweise ein bisschen die Stadt helfen, ja, dann gegeneinander, tolles Worker Placement Mechanismus und auch ein tolles Thema. Und der interaktive Part besteht darin, dass ihr erstmal Würfel bekommt in Farbe von den Meeples, die ihr hier auf den Städten einsetzen könnt. Ja, Städten sage ich, auf den verschiedenen Häusern, ja, Kirche, Palast und so weiter, wie die alle heißen. Und je nachdem, wo ihr jetzt die Meeples eingesetzt habt, bekommt ihr die dazugehörige Farbe an Würfel. So, diese Würfel, die ihr dann am Anfang eurer Runde, legt sie dann hier in die Stadtmitte. Und um Aktionen durchführen zu können, bei den Karten dürft ihr maximal 3 Würfel ausgeben. Was bedeutet das? Ja, ich kann zum Beispiel die Karte, die ich vorher erwähnt habe, mit Gold,
drei gelbe Würfel dazu auch bis zu drei gelbe Würfel ausgeben. Und wenn jeder eine 6 zeigen würde, ja, dann wären das 18 Punkte, die ich dann in diese Karte investieren kann. Ich kann aber auch nur einen Würfel ausgeben. Jetzt ist das Problem, natürlich will ich noch mehr Gold haben und habe nur zwei gelbe Würfel. Jetzt kann ich mich bei den Stadtteilen der anderen Spieler bedienen und auch diese Würfel kaufen. Das ist aber abhängig davon, welche Aktion ich mache. Das heißt, mache ich eine Einser-Aktion, ich habe es jetzt nur einmal gespielt und musste ich jetzt, ich hoffe, dass die Daten stimmen. Wenn ich eine Einser-Aktion mache, also nur mit einem Würfel und besitze keinen, ja, würde mir jetzt einen Spieler den Würfel abkaufen, bekommt er 2 Gold. Wenn ich eine Zweier-Aktion mache, also ich brauche 2 Würfel dazu, besitze auch einen Würfel, brauche einen zweiten Würfel, muss ich 4 Gold bezahlen. Das heißt, je nachdem, wie stark die Aktion ist, die ich machen will, verändert sich der Preis der Würfel, den ich kaufe. Ja, zum Beispiel eine Dreier-Aktion, ich besitze 2 Würfel. Kauf mir einen dritten, kostet ja, glaube ich, 6 Gold. Ja, und würde ich jetzt eine Dreieraktion machen, ich besitze gar keinen Würfel, dann müsste ich glaube, also ich weiß nicht, ob das mit den 6 Gold stimmt, aber ich glaube, das passt schon, müsste ich dann sozusagen 18 Gold bezahlen, ja, weil ich mir 3 Würfel kaufe. Ja, und da kommt jetzt das Gemeine im Spiel. Kaufe ich dem anderen Spieler einen starken Würfel weg, den er gerade braucht? Beziehungsweise ich brauche selber oft die Würfel der anderen Spieler, sehe nicht, ob er ihn wirklich braucht, nehme ihn einfach nur, ja, weil ich mir selber den Vorteil nehmen will, aber trotzdem pfuscht man den anderen ins Handwerk. Plus, vielleicht wollte ein anderer Spieler den Würfel dieses Spielers kaufen. Toll, also ich habe es einmal nur gespielt und zum Abschluss zu kommen, dieses Spiel ist zwar schon älter, aber so ein geiles, perfektes Eurogame, was es schafft, auch eine tolle Interaktion in das Spiel selber einzubinden, das sich nicht falsch anfühlt, nicht nervt, ja, sondern einfach nur cool ist. Das Spiel wird total grübellastig. Ich denke, das dürfte sicher eines der besten Spiele von Pearl Games sein, die sie jemals produziert haben. Ja, jetzt gibt es natürlich noch Black Angel, das in Essen auch erhältlich sein wird, mit derselben Würfelmechanik. Ja, die Meinungen sind da eher durchwachsen bis jetzt, also hoch. Begeistert wird dieses Spiel noch nicht gelobt von meinen Kollegen. Ja, sollte ich es mal günstig irgendwo erstehen, Black Angel werde ich mir das auch mal ansehen, aber ich denke, ich bin mit Troja, also mit Troja, sage ich mit Troja, sehr glücklich. Ich muss schauen, dass ich da vielleicht noch irgendwie an die Erweiterung rankomme, auch wenn es nicht ganz billig wird. Ja, Troja. Wahnsinn tolles Eurogame. Wenn ihr die Chance habt auf dieses Spiel oder es zu spielen, macht das heute. Das werdet ihr nicht bereuen. So, nächstes Spiel. Wir sind noch lange nicht am Ende. Undaunted Normandy. Gibt es auch viel zu erzählen. Aber ich versuche mich kurz zu halten, aber ich will euch natürlich auch die Details nicht ersparen. Vorweg, also Troyes würde für mich eine 10, also von mir eine 10 bekommen. Eine glatte 10. Tolles Spiel, das ist wirklich ein Evergreen. So, Undaunted Normandy würde von mir eine 8 bekommen. Ja? Eine glatte 8. Ich weiß, Chris von Viktor Bartha Spieler mag es nicht so gerne, aber ich muss erstmal sagen, ich finde das Artwork cool. Und wenn man genauer auf die Karten sieht, dann sieht man auch, dass jeder Soldat einen kleinen Unterschied hat. Ja, also jeder Soldat hat einen anderen Namen und auch ein anderes Artwork. So, was macht dieses kleine Wargame jetzt so besonders? Zunächst ist mal der Wiederspielwert sehr hoch, ich habe sehr viele Szenarien darin. Und das Besondere in diesem Spiel ist ja, es ist ein Deckbilder-Wargame. Ja, also es ist schwierig zu erklären. Also müsst ihr euch das so vorstellen, ihr habt eure Einheiten auf dem Feld. Ja, und in einem Wargame ist es ja meistens so, man würfelt und die Einheiten bekommen Schaden, den man dann optisch auch darstellt auf dem Spielbrett. Hier ist es ganz anders. Ja, ihr habt ein Deck und solange sich die Charakterkarte eines Kämpfers in eurem Deck befindet, befindet er sich auch auf dem Spielbrett. Ja, soll heißen, wenn ich jetzt Ranger-Karten in meinem Deck habe, zum Beispiel Ranger A rot, ja, dann ist dieser auch im Spiel. Wenn ich aber keine Karten mehr dieses Rangers in meinem Deck habe, dann ist der nicht im Spiel. Ja. Was soll das jetzt simulieren? Und ich finde das auch sehr
thematisch gut gemacht. Das heißt, ihr habt ja euer Team in Form von Deck. Das Deck ist, die Karten sind eure Aktivierungskarten. Und wenn ihr von diesem Ranger keine Karten mehr habt, ja, dann ist einfach keiner da. Dann ist er tot, sozusagen. Dann müsst ihr euch wieder einen neuen kaufen. So, und das Schadenssystem des Spiels ist ja so besonders, dass wenn ihr Schaden zufügt, dann bekommt der Gegenspieler jetzt einen Schaden, ja, und muss jetzt für diesen Schaden einen Ranger aus seiner Hand aus dem Spiel entfernen. Ja. Hat er keinen Ranger auf der Hand, wenn ihr jetzt auf den Ranger Schaden gemacht habt, dann muss er seinen Ablagestapel durchsuchen. Hat er da auch keine, muss er sein Deck durchsuchen. Wenn er da auch keinen Ranger-Karte hat, dann muss er diesen Ranger vom Spiel entfernen. Ja, wenn sich der jetzt aus seiner Auslage keinen Ranger mehr kaufen kann, ja, dann ist diese Einheit für immer verloren. Genau so läuft dieses Schadenssystem ab. Wenn ihr Schaden bekommt, dann muss derjenige Charakter, der den Schaden natürlich erhält, seine Karten aus dem Deck entfernen. Ja, und irgendwann hat man dann keine Karten mehr, kann dann nicht mehr viel aktivieren, das Team wird ausgerottet und man verliert das Spiel. So, aber ihr habt ja natürlich verschiedene Missionen, das heißt, ihr habt ja Missionsziele. Ja, es gibt zum Beispiel Mission Nummer 11 oder 12 habe ich da gespielt, mit einer Antenne, welche die Amis verteidigen müssen gegen die Deutschen, können da sozusagen jede Runde Siegpunkte machen dadurch. Und die Deutschen versuchen das natürlich zu verhindern. Also ihr habt auch ein Area Control Element darin, natürlich. Ihr versucht Areas zu kontrollieren, die euch auch Siegpunkte bringen, mit denen ihr das Spiel beenden könnt. Ja, also wirklich ein tolles, tolles, tolles kleines Wargame. Ich würde das auch als Einstieg in ein Wargame-Genre sogar empfehlen. Das Problem ist halt nur, es ist komplett anders wie die anderen. Ja, dadurch, dass man durch Schaden sein Deck leer räumt, habe ich so noch nicht gesehen, wirkt aber wirklich sehr thematisch für mich. Und wenn ihr kleine Wargames mögt, und in diesen, dann schlagt hier zu, ja, in dieser Box ist wirklich viel, viel Wiederspielwert drin. Ein Spiel, wo ich selber in mir ein Gefühl habe, das will ich immer wieder spielen. Ja, weil gestern stand es auch zur Debatte, aber wir haben dann zu Dawn's Early Light gegriffen. Aber Undaunted bei mir, Normandie bekommt von mir eine volle Empfehlung. Wirklich tolles Spiel. Ich hoffe, dass ich euch das bald auf meinem Kanal zeigen kann. So, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Dann zeige ich euch noch die Rückseite davon. Ja, so sieht das dann ungefähr aus. Es sieht ja nicht das komplette Schlachtfeld, aber die Karten und ein paar Komponenten. Aber Spielsystem echt top, das werdet ihr sicher bei mir sehen. So, dann kommt Dawn's Early Light Redhammer. Haben wir gestern gespielt? Ihr seht schon eine schmale Box. Ja, ich muss das Ganze mal umdrehen. Haben wir da auch eine Glasplatte besorgt? Hobbyglas heißt das. Ziemlich günstig gab es das bei uns im Baumarkt für 12 Euro. Ihr werdet da jetzt dann gleich eine Rezension von mir sehen. Es wird wahrscheinlich meine nächste werden, meine Spielerklärung. Habe jetzt das endlich eben mit dieser Glasplatte gespielt. Sehr geil, ja, wenn man das über die Map legt. Und wir hatten gestern eine epische Schlacht, die 5 Stunden gedauert hat. Ja, 5 oder 6 Stunden. Hier steht auch drauf, 2 bis 4 Stunden. Ja, ganz klar, dass es natürlich dann länger dauert. Ja, was soll ich dazu sagen? Es war ein episches, tolles Gemetzel hier. Also ich habe versucht, Eisenbach zu verteidigen, beziehungsweise die Stahlhammer Air Force Base gegen die anstürmenden Russen. Ja, und das Spiel ist so toll. Warum? Weil es auch wieder ziemlich viel anders macht als andere Wargames. Und das hat mir richtig gut gefallen. Ja, zum Beispiel, wenn man einen Gegner angreift, ja, wenn die Russen jetzt auf mich schießen und sie werfen eine 7, dann simuliert das sozusagen, mein Panzer hat zurückgeschossen als erster und hat ihm einen Schaden hinzugefügt. Ja, das heißt, die Russen haben generell viel Einheiten, können sich aber öfter, ja, nicht selber verletzen, aber Defensive Fire heißt das. Das heißt, Verteidigungsfeuer, ja, das heißt, der Verteidiger wehrt sich ja auch. Und wenn der eine 7 würfelt, hat er sich ja nicht selber Schaden zugefügt, sondern der Verteidiger ihm zuerst einen Schaden.
Aber es ist immer so lustig beim Spielen, ja, der Manfred würfelt und wenn man sich dann sozusagen selber mit dem Würfel den Schaden reinhaut, ja, einfach lustig. Bei den NATO-Einheiten ist das natürlich anders. Das heißt, wenn sie eine 4 würfeln, dann wird der Einheit natürlich auch ein Schaden zugefügt und dann eben der Kampfschaden ausgewertet. Ja, auch der Aktionsmechanismus total cool in diesem Spiel. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber spoilern, ich natürlich auch noch im Fazit, aber jeder würfelt einfach ganz banal einen Würfel und die Augenzahl gibt euch vor, wie viele bzw. welche Einheiten ihr wie viel bewegen könnt. Das heißt, würfle ich eine 5, dann darf ich nur Einheiten mit Initiative 5 oder höher bewegen, aber dafür mit 5 Bewegung plus 1, das heißt 6 Bewegungen darf ich dann durchführen. Ihr habt auch verschiedenes Terrain auf der Karte natürlich, was unterschiedlichen Einfluss auf die Kampfwerte hat und auf die Bewegungen. Ja, ich werde euch da auch Bilder von dieser Session gestern zeigen, richtig tolle Bilder. Und man denkt sich, man hat hier ein kleines Wargame, hat wirklich, ich glaube, 12 Missionen oder so, hoher Wiederspielwert und ein Spiel, das abendfüllend ist, obwohl, ihr seht schon, so eine kleine Box, aber mega geiles Spiel. Ja, eine glatte 8 bis 9 würde ich diesem Spiel vergeben. Mein erstes Spiel von Lock and Load Games. Greift zu, wenn ihr auf der Messe seid und ihr seht dieses Spiel, ist auch nicht wahnsinnig teuer. Ich glaube, es hat mich in Berlin 35 € oder so gekostet. Müsst ihr euch mal mein Berlin-Video reinziehen. Also nicht teuer und ein richtig tolles Wargame mit wirklich nicht komplexen Regeln. Ja, eine Anleitung, die zwar nicht gut ist, ja, die Anleitung finde ich schlecht, aber ich würde das auch als Einstiegsspiel empfehlen in das Wargame-Genre, weil ihr eben hier auch diese ganzen Effekte habt. Ihr müsst auf das Terrain achten, ja, die Werte und so weiter. Aber überhaupt nicht, also bei weitem nicht so komplex wie die anderen von GMT und so. Also auch ein schönes Einstiegsspiel. Und wenn ihr es dann könnt, ja, dann ist es einfach episch gut. So, dann kommen wir noch zu Village Attacks. Ja, jetzt habe ich dieses Spiel endlich auch. Wollte ich damals bei Kickstarter unterstützen, war aber finanziell jetzt gerade nicht so ideal, hat nicht so gepasst. Und das gab es jetzt bei Fantasy Flight. Ah, Fantasy Flight sage ich. Bei Fantasy Welt gab es eine Aktion. Und zwar die Grundbox hat da eigentlich schon die Hälfte gekostet. Und viele Erweiterungen waren auch vergünstigt. Habe ich mir eben die Grundbox gezogen und noch ein paar Erweiterungen dazu. Für wirklich wenig Geld bekommt ihr hier richtig tolles Spiel. Ja, das heißt, meiner Frau hat es auch extrem gut gefallen. Aber es ist auch nicht einfach, dass Miniaturenspiele sie anfixen, obwohl sie natürlich gerne zum Beispiel Deep Madness spielt, ja, oder diese Tower Defense Spiele. Und hier haben wir auch wieder ein Tower Defense Spiel. Und das Coole daran ist, ich liebe diesen Aktionsmechanismus, ja, beziehungsweise wenn Einheiten mit Karten aktiviert werden oder in diesem Fall mit Würfel aktiv werden. Ja, das gefällt mir eigentlich. Ich würfle die Würfel und die Symbole kann ich dann für meine Aktionen ausgeben. Ja, da seid ihr natürlich auf die Würfelergebnisse begrenzt, könnt aber trotzdem ein paar Entscheidungen treffen. Und ich finde, so wie das Spiel aufgemacht ist, leicht verständlich. Ja, das heißt, es ist wirklich nicht komplex im Ablauf selber. Das heißt, es fließt gut und die Aktionen der unterschiedlichen Charaktere sind auch recht schön. Vor allem das Thema, ja, ihr seid mal nicht die Helden, sondern ihr seid Monster, die versuchen, sich gegen die Menschen zu verteidigen, die nicht mehr damit zufrieden sind, dass ihr in der Burg in der Nähe des Dorfes lebt. Ja, die versuchen eben das Herz der Burg zu stürmen und ihr müsst das verteidigen. Ja, und anhand dieser schönen Fähigkeiten der unterschiedlichen Charaktere und diesen Würfelaktionsmechanismus hat man hier richtig viel Spaß, sieht toll aus, hat sehr schöne Miniaturen, für diesen Preis unschlagbar, wenn ihr die Chance habt. Holt euch das Spiel, das macht wirklich Bock. Ich finde es echt toll. Würde ich auch eine 8 von 10 vergeben. Ja, ich weiß, ich bin mit der Bewertung oft ein bisschen locker, aber für mich ist das so, ja, wenn ich begeistert bin von einem Spiel, dann bekommt es auch dementsprechend von mir die dementsprechende Wertung, weil das auch so ein Spiel ist, das bei mir nie mehr ausziehen wird. Das möchte ich nicht verkaufen. Ja. So.
Und jetzt kommen wir zu Star Wars Outer Rim. Kennen ja auch viele schon von euch. Ganz besonders schön finde ich daran, könnt ihr euch natürlich auch mein Fazit ansehen, um das Ganze noch ein bisschen detaillierter zu erfahren. Ganz besonders schön finde ich, dass man hier mal nicht das klassische Star Wars Thema hat. Ja, Rebellen gegen Imperium, Luke Skywalker gegen Darth Vader oder den Imperator, ja, sondern hier seid ihr einfach nur ein Kopfgeldjäger, der versucht, im Gürtel sich zu behaupten, Geld zu machen, Ruf zu ernten, sich mit den Fraktionen gutzustellen. Das gefällt mir schon mal richtig gut, ja, schon mal ein bisschen abseits abseits der bekannten Story-Geschichten begibt man sich hier auf Abenteuer, ja, und versucht eben Handel zu treiben, sein Schiff zu verbessern, Kopfgelder zu Aufträge zu absolvieren. Und das ist richtig toll, ja, es hat eher Pick-up-and-Deliver-Elemente, dieses Spiel, aber das Ganze fließt richtig gut, ja, es sieht sehr geil aus auf dem Spielfeld, das Thema kommt recht gut durch, die Stories auf den Karten sind recht schön erzählt, wenn auch die Karten ein bisschen zu klein sind, beziehungsweise die Schriften teilweise zu klein, da wäre noch mehr möglich gewesen. Toll erweiterbar, dieses Spiel, da kommt sicher auch noch eine Erweiterung auf euch zu. Wie gesagt, zähle ich meine Fazit dazu an, wenn ihr mehr wissen wollt, aber ich denke, Outer Rim kennt schon jeder. Und jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich einen Spielkollegen bei mir, einen Freund, ja, der sich mit Fräsen befasst. Ja. Also er macht sehr gerne Inlays aus Holz zum Beispiel, ja, mit Laser gebrandet und so weiter. Und das Ganze kann er natürlich auch mit den verschiedenen Kunststoffarten machen, mit Plexiglas zum Beispiel. Ja, und der hat mir für dieses Spiel, ja, für mich und den Mike hat er das gemacht, auch eigene Ressourcentokens gemacht. Ich habe ihn gefragt, kannst du das? Na klar kann er das. Und jetzt seht euch das mal an, wie geil hier das Geld aussieht in meinem Star Wars Outer Rim. Ja, also ich sehe schon, muss ich mal aufstehen, sieht das nicht geil aus, ja, ein fluoreszierendes gelbes Plexiglas, schön geschnitten und da macht das Spiel natürlich doppelt so viel Spaß. Wir haben hier natürlich noch 10.000er und 5.000er, die ich euch zeigen kann, ja, die sehen dann so aus. Na, hier ist die Kamera. Also ihr seht schon, das ist ja mega cool und trägt zum Thema noch mehr bei. Also tolles Spiel und jetzt noch mit edlen Ressourcen bzw. mit edlen Geld dazu. Sehr, sehr, sehr geil, wenn man das hat. Das wertet das Spiel noch ungemein auf. Richtig schön, ja, in der Box sieht das dann bei mir so aus, als leuchtet da richtig. Und jetzt seid ihr sicher auch scharf drauf geworden, kann ich mir vorstellen, wer will das nicht haben. Und dazu werden wir wahrscheinlich, ihr werdet schauen, dass ich da einen Kontaktlink bekomme und wenn ich den habe, dann werde ich den unten in der Videobeschreibung posten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann auch mit ihm in Kontakt setzen und könnt sowas bei ihm bestellen. Natürlich auch andere Ideen, ja, wenn ihr für andere Spiele solche Komponenten braucht, wird er sicher nicht abgeneigt sein, auch das für euch zu machen. Ja, das war Star Wars Outer Rim und die Komponenten. Und weil wir da gerade eben noch Werbung betreiben, zeige ich euch noch was er gemacht hat. Das Bild habe ich mir natürlich selber draufgelegt. Ihr seht hier X-Wing. Ja, und was ist denn das jetzt Schönes? Wir machen das auf. Ah, wenn ich es aufbekomme. Und darin befinden sich die, das riecht auch noch nach gebranntem Holz, sehr geil, die Schablonen für X-Wing. Ja, sehr geil, oder? Also auch hier sehr schön gemacht, wie ihr das sehen könnt. Das ist echt toll. Hier auch noch die langen Geraden hier, beziehungsweise die Reichweitenmesser, einfach nur auf der Unterseite reingeschoben. Ja, also ich finde das so genial. Mit sowas macht das Spielen einfach doppelt Spaß und es sieht geil aus, schön aufgeräumt auch beim Spiel. Ja,
Sowas könnt ihr bei ihm dann bestellen, beziehungsweise wenn ich den Kontakt habe, dann klickt da mal drauf oder setzt euch mit ihm in Verbindung und dann könnt ihr sowas auch erwerben. Und wenn ihr solche Sachen für andere Spiele braucht, dann einfach anquatschen. So, dann habe ich noch natürlich zwei Kinderspiele gespielt. Ja, meine Kleine spielt ja noch immer mehr. Und zwar Karak habe ich ja jetzt zum Schluss gerade rezensiert. Ja, das letzte Video unter diesem. Tolles Kinderspiel, wenn ihr einmal die Kinder mit Dungeon Crawling in Berührung bringen wollt. Ja, und ich sage euch, also es ist ab 7 Jahren. Und welches Kind mit 5 bis 7 Jahren, vor allem ja auch Jungs, steht nicht drauf, mit einem Held loszuziehen, ja, und böse Monster zu erschlagen sozusagen, die hier wirklich niedlich dargestellt wurden in Form von Skeletten, Drachen, Ratten und so weiter. Und ja, dass man sich hier ganz simpel aufrüstet und sich durch den Dungeon bewegt, macht sogar als Erwachsener auch Spaß. Ja, ihr kennt das ja, man will mit seinem Kind oder muss mit seinem Kind natürlich Spiele spielen, damit man es auch unterhalten kann und seinen Spaß hat. Aber die meisten Kinderspiele, ja, die sind ja dann vielleicht irgendwann, die würde man ja selber wahrscheinlich nie spielen. Aber da hat man sogar selber ein bisschen Spaß daran. Und also wie gesagt, auch als Erwachsener einen gewissen Spaßgrad dabei, obwohl meine Tochter natürlich immer gewinnt. Aber man muss schon sagen, sie bekommt ja auch immer die Königsaxt. Ja, einmal hatte sie zweimal die Königsaxt. Ja, die rockt dann den ganzen Dungeon weg, da kann man nichts mehr machen. So ist halt das Spiel. Ja, also ein tolles Kinderspiel im Dungeon Crawl Sektor. Und sowas ist so eine Vorstufe für Herr der Träume vielleicht sogar, ja, damit man mal ein bisschen sieht, wie läuft das denn jetzt ab mit Bewegung, Kampf und so weiter. Das würde ich absolut empfehlen. Karak, tolles Spiel. Ja, und dann gab es noch Stone Age. Meine Frau hat das gesehen, hat gesagt, das sieht so geil aus, sie will das haben. Stone Age Junior. Ja, finde ich total cool, die Idee, wie Marc Teuber hier das gelöst hat. Ja, so kinderspielmäßig habt ihr auch einen kleinen Memory-Effekt dabei. Ja. Also es ist ganz schnell gespielt, ihr müsst nur 3 Häuser bauen, gebt die 3 Ressourcen ab, beziehungsweise die geforderten Ressourcen für ein Haus und habt dann das Spiel gewonnen, wenn ihr als erster das zweite Haus baut. Ja, auf der Rückseite sieht man ja dann hier zum Beispiel, ihr bewegt euch mit eurem Miepel hier herum, bekommt Ressourcen, manchmal landet ihr auf einem Feld, an dem ihr Plättchen aufdecken dürft und bei diesen Plättchen gibt es auch verschiedene Symbole und die sollte man sich merken, ja, die hier rund um diesen Spielplan ausgelegt sind und die sollte man sich eben merken, was wo gelegen ist und wenn man diese Plättchen dann wieder aufdecken kann, dann bekommt, weiß man natürlich, was man bekommt, was für einen Memory-Effekt sorgt natürlich und auch für Spaß, wenn man mal das Falsche nimmt. Ja, und da kommt man sich dann manchmal auch ein bisschen blöd vor. Ich meine, man spielt hochkomplexe Spiele und die 5-jährige Tochter kann sich da jedes Blättchen merken, wo es gelegen ist und man hat da eigentlich keine Chance mehr. Die rockt da voll durch, die weiß genau, unter diesem Blättchen hier liegt der Stein, da hole ich mir das. Ja. Und selber überlegt man, wo war das denn da nochmal? Ich meine, vielleicht geht man da auch anders ran, weil man sich denkt, ja, das ist natürlich für einen selbst richtig banal und passt natürlich da nicht auf das Spiel auf. Ich denke nur, daran kann es liegen, dass man da so oft verliert, ja. Aber trotzdem, sie liebt dieses Spiel, wirklich toll. Ja, wir haben auch Zoloretto gespielt, das ich jetzt nicht da habe. Wer es nicht kennt, ich werde es nicht einblenden. Zoloretto hat ja auch richtig gut gefallen. Ja, ein Crafting-Spiel mit Tieren, wo man versucht, sein Gehege aufzubauen. Männchen und Weibchen bekommen dann natürlich Babys, füllen auch das Gehege und am Ende bekommt man Siegpunkte für einen vollen Park. So, jetzt sind wir am Ende angelangt des Videos. Ich zeige euch noch kurz, jetzt wie angekündigt, was habe ich denn gebastelt. Ja, ich habe mir gedacht, weil ich das online mal gesehen habe, man kann sich auch selber tolle Deluxe-Komponenten basteln. Ja, aber nicht lachen über meine Fische. Und zwar habe ich mir jetzt, ich habe da natürlich auch schon viele Modellierpasten probiert, früher schon, aber manche stinken dann extrem und so, werden nicht ordentlich hart. Jetzt habe ich getestet mal das Super Sculpey. Ja, dieses Super Sculpey sieht innen so aus, fühlt sich richtig toll an, aber wenn es dann mit der Hand in Berührung kommt, wird es dann auch
schön weich durch die Wärme und lässt sich ordentlich formen. Ja, dieses Super Scalpel gibt es für 12 Euro das halbe Kilo bei Amazon zu bestellen. Da habe ich es auch geholt. Zusätzlich noch mit Modellierwerkzeug dazu. Da kostet ein Set auch so 10 Euro. Also ihr bewegt euch da nicht in Unkosten. Super Scalpel. Und dann kann man eben so schöne Komponenten sich selber basteln. Ich habe das jetzt mal probiert, die sind natürlich noch nicht bemalt. Ja, ich möchte erstmal versuchen, auch meinen Robinson Crusoe ein bisschen aufzuwerten. Zum Beispiel hier einen Fisch. Ich halte das nochmal in die Kamera. Einen Fisch. Und die sind auch richtig hart. Ja, also das Coole daran ist ja, dass die in den Backofen kommen. 15 Minuten bei 120, 130 Grad. Und das Tolle daran, die stinken nicht. Ja, manche Mittel stinken ja, das hier nicht. Nach 15 Minuten gebt sie aus dem Ofen, lasst es abkühlen und dann wird das kalt. Oder hier mache ich mir Steakstücke, ja, Fleisch sozusagen. Ich muss das natürlich noch grundieren und bemalen. Dann habe ich auch versucht, hier so vielleicht für Cthulhu LCG, ja, solche Crates zu machen. Sehen wir hier. Auch ein bisschen mit Detail. Also ich finde, es sieht toll aus und auch haptisch fühlt sich das ganz cool an. Oder hier noch ein etwas größerer Fisch. Ja, das war damals mein erster. So sieht der aus. Oder auch Barren. Ja, die kann man dann noch ein bisschen schleifen, damit sie ein bisschen mehr Form bekommen an Kanten und so. Oder Holzstücke, die man dann ein bisschen absägt auf der linken Seite. Ja, also sehen halt so aus. Und ihr müsst euch das natürlich noch bemalt vorstellen. Oder ich finde, das Brot sieht ziemlich cool aus. Das Brot hier. Und ich kann euch zeigen, ich habe ja noch was in der Mache. Aber sie sind noch nicht hart. Auch nicht vorenthalten. Und zwar, hier haben wir noch ein paar Felle. Aber die sind natürlich noch nicht hart. Die werden erst noch gebacken und dann grundiert und bemalt, wenn ich die Zeit mal dafür finde. Ja, das Kneten geht eigentlich relativ schnell. Das habe ich gemacht diesen Monat, eben noch dazu ein bisschen gebastelt. Und wenn die dann bemalt sind, sieht das sicher auch richtig toll aus. Ja, das war's mit meinem Playtime-Video. Als nächstes bekommt ihr dann mein Essen-Vorschau-Video. Wird auch lange werden, es wird sicher ein langes Video, weil ich habe da viele Spiele, über die ich reden möchte und was auf Essen noch so alles passieren wird. Ja, das kommt auch demnächst online und dann hoffe ich, sehen wir uns bei unserem nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und ihr wurdet gut informiert über die Spiele, die ich gespielt habe. Das war's jetzt und viel Spaß im Wochenende, spielt was Schönes, euer Austrian Board Gamer.